Wo schaust du am liebsten Fußball? Am liebsten im Stadion, original. Wo schaut der Edi am liebsten Fußball? Im Bett. Wie schlägt sich Edi Fingers Frau Marion beim großen Pink-Fußball-Ehe-Test? Dazu gleich mehr. Jetzt einmal zu Edis Sportclubbing im Palais Palfi. Torjubel statt Tanzspektakel im Nachtclub. Romantisches Fußballschauen statt Männerabend und Bier. Bei einer Fußball-Weltmeisterschaft ist eben alles anders. Im Fußballfieber vereint zeigen sich beim gestrigen WM-Spitzenspiel unter anderem Edi Finger Junior mit Frau Marion und Kicker-Legende Peter Stöger mit seiner Freundin. Winzerkönig Leo Hillinger kommt zwar ebenfalls nicht alleine, anstatt seiner Frau Evelyn hat er, wie könnte es anders sein, aber seinen Wein mit im Gepäck. Ja, man weiß ja nie, was man kriegt. Wenn ich meinen eigenen mitnehme, dann weiß ich ganz genau, es ist richtig was Gutes. Sehr zur Freude der anderen Stargäste, wie zum Beispiel Ex-Miss Austria Tatjana Dujovic oder Musical-Star Uwe Kröger. Würde ich nie tun, aber er kann sich's erlauben. Ich bin auch kein Hillinger. Sorry to say. Ich glaube, der Leo nimmt überall seinen eigenen Wein mit. Ich glaube, der vertraut keinem anderen Wein. Und ich denke, es geht auch in Ordnung hier. Also ich glaube nicht, dass sie da ein Problem haben. Und was sagt der Clubbesitzer zu Gästen, die sich ihre Getränke selbst mitnehmen? Ja, also das wollen wir normalerweise nicht, dass die Leute ihren Wein mitnehmen, aber beim Hillinger haben wir das schon gewusst. Da hat er auch so eine kleine Weinverkostung gemacht. Also das haben wir schon gewusst im Vorhinein, ja. Was wir von Leo Hillinger nicht gewusst haben, ist, dass er auch ganz schön brutal sein kann. Die Daumen, der ist schon wieder, der Finger ist schon wieder okay. Das hast du gebrochen, hast du gesehen? Ja, bei der Begrüßung. Ich glaube, es war in Ritzing, hat er mich sehr emotionell begrüßt und da hat er mich ein bisschen gleich beim Finger zu stark erwischt, aber es ist okay. Der hat halt viel Kraft, der Heli. Und was sagt der Übeltäter selbst dazu? Ja, ich habe irgendwann einmal einen Finger gebrochen. Ich habe ihn einfach so genommen, aber er hat ein bisschen, es ist wahrscheinlich nicht so gut zusammengewachsen bei ihm. Man sollte meinen, zumindest jetzt wäre Herr Hillinger etwas vorsichtiger mit Fingers Fingern. Aber weit gefehlt. Der Finger hat immer Probleme mit seinem Finger. Gar keine Probleme hat Edi dafür mit seiner Frau Marion. Dass sich für ihn während der WM alles ums runde Leder dreht, stört sie gar nicht. Fußball ist Arbeit für meinen Mann. Egal, ob er im Büro ist oder vor dem Fernseher, Arbeit ist Arbeit. Aber natürlich, er hat den Vorteil, Hobby und Arbeit sind eins. Bei so viel Familienidylle wird man doch glatt skeptisch. Ist bei den Fingers wirklich alles so eitel Wonne, wie sie uns das glauben machen wollen? Wir haben die Probe aufs Exempel gemacht, im Pink-Fußball-Ehe-Test. Wir wollen wissen, wie gut kennt Marion Finger ihren Mann wirklich? Wo schaust du am liebsten Fußball? Am liebsten im Stadion, original. Im Bett. Wen hast du am liebsten bei dir, wenn du Fußball schaust? Das ist ganz schwer zu sagen. Mit meiner Frau habe ich schon viele Spiele gesehen. Also nicht mit mir, weil ich kenne mich da so zu wenig aus, mit meinem Junior. Er ist deine absolute Lieblingsmannschaft? Rapid Wien. Das wird einfach für Sie, oder? Ja, glaube ich. Nicht Frankreich, England. Und beim Club, also jetzt sagen wir mal... Ja, das ist Rapid natürlich. Was bist du am ehesten? Stürmer, Verteidiger oder Mittelfeldspieler? Wenn ich spielen würde, wäre ich Verteidiger. Stürmer nicht, eher Verteidiger. Ja, Verteidiger. Na, Tormann. Also für Tormann wäre er ideal, da braucht er sich nicht allzu viel bewegen. Beim Fußball schauen, was trinkst du da am liebsten? Bier, Wein, beides, alkoholfrei? Was ist das Lieblingsgetränk? Wenn ich es privat mache, ein Glas Wein, dann aber nur Weißwein, niemals Rotwein. Also wenn er zu Hause schaut, trinkt er grundsätzlich nur Mineralwasser. Wer ist dein Lieblingsspieler? Der Hans Krankl war mein Lieblingsfußballer, dann der Toni Polster, dann der Peter Stöger. Der Happel. Hanabi. Beschämendes Ergebnis für Marion. Nur eine richtige Antwort von 6 möglichen. Aber im Gegensatz zur WM geht es ja bei einer Ehe nicht um Fußball, sondern um die Liebe. Gott sei Dank für Marion.